Hallöchen, Freunde des Musikantenstadels. Mein Name ist Florian Silbereisen und heute singt für Sie das Niveau. Wir waren beim Wetterinstitut. Wo hier die zwei Magma-Rüpel an der Brücke Wache stehen. Ich glaube, wir waren auf dem Weg zu Fortree City, ne? Ist das korrekt? Kann ich hier was anklicken? Och, kann ich sogar. Genau, Fortree City wollen wir hin. Und ich glaube, im Endeffekt ist hier Mount Pyre oder Puri. Je nachdem, wie man es aussprechen will, das Ziel. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Aber wäre cool, wenn wir es schaffen. Wie komme ich denn hier raus? Hilfe. Hier. Ja, lass mich raus. Guck mal. Wir laufen einfach mal aus Versehen natürlich in den Hinterhalt rein. Und wir werden gar nicht angehalten. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt eine Cutscene triggern. Kommen wir hier hinter? Nee, ne? By the way, wenn man irgendwas im Hintergrund hört, ich schnaub nicht ins Mikrofon. Das ist Teil vom Donner-Ambience irgendwie. Ich habe vorhin schon mich selbst hinterfragt, wo ich dachte, sag mal, bist du jetzt doof und schnaubst ins Mikro? Aber nee, es ist wirklich der Donner im Hintergrund. Hallöchen. Ja, gut. Schlechte Jobwahl, würde ich sagen. Oh, die sind aber überraschend höflich, ne? Die sind richtig nett. Bin ich ja fast, bin ich ja fast überzeugt. Wetterinstitut, wir schlabinern mal rein. Oh, guck mal, sind das, wie sind sie? Power Rangers? Local Heroes. The Hone Rangers Coexistence Force. This is amazing. The Power Ranger, Local Rangers Coexistence Force. Ich glaube, die Power Ranger waren damals Power Ranger Fighting Force oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Zu lange her. Und man erinnert sich nicht dran, weil sie selbst damals schon. Ja, aber wie soll ich sagen, schlecht war. Das war nie irgendwie eine. Das war damals schon zu cringe, was sich drüber lustig gemacht hat. Denn ich glaube, das waren Produzenten auch irgendwo klar. Okay, wie gesagt, sie hat eine Disturbance, also. Sie hat was. Ja, wie sagt man, Disturbance, was Alarmierendes festgestellt auf dem zweiten Flur oder im zweiten Stockwerk, aber sie ist professionell, deswegen lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Okay, ich glaube, ich weiß, warum der da steht. Mal gucken, ob ich recht habe. Okay, wir gehen ihn hier oder ihn hier. Ne, der hier ist ein Bait, weil wir mit denen jetzt. Flupp, schneidet der uns den Weg ab. Wir nehmen den Bait natürlich, weil wir wollen alles mitnehmen. XP und so. Quicksand braucht immer noch ein bisschen Erfahrung, bevor er wirklich effektiv für sich selber kämpfen kann. Wir sind Spätentwickler. So, lass uns überlegen. Der hat kein Flying. Was ist das? Ich glaube, der ist rein Poison. Poison ist schwach gegen Boden. Wir buddeln uns mal ein und scouten. Okay, wir sind langsamer. Hätte ich nicht gedacht. Also, wir sind langsam, aber Coughing eigentlich auch. Levitate! Alright, dann haben wir hier eigentlich nichts mehr zu melden.
Wir können mit dem nichts mehr machen. Chris? An Levitate habe ich jetzt nicht gedacht, aber macht Sinn. Ui. Wenn wir jetzt Guts hätten, dann... Es boostet den Angriff, wenn man irgendeinen Statuseffekt hat. Step Strength. Rums. Gibt's einen Satz heiße Ohren. Seit wann macht Poison so viel Damage? Kommt mir ein bisschen viel vor. Also im Vergleich zu früher. Krieg ich fast Toxic Vibes. Also Toxic, für die es nicht wissen, ist einfach nur Vergiftung. Aber macht mit jeder Runde mehr Damage. Ich glaube das Doppelte sogar. Hat dafür nicht, oh, kommt wieder so ein Rollerfahrer. Ich hoffe, man hört den nicht. Was mache ich denn? Ich habe doch Super Potions. Das will ich sagen. Dafür hat es nicht eine hundertprozentige Trefferchance. Hallöchen. Okay. Der Leiter von Team Magma, also wie hieß er, ich kann mich nicht mehr erinnern. Good job. War interessiert an den Forschungen, die sie hier vollziehen bezüglich Wetter. Und deswegen hat er sie entsandt, um sich das mal anzugucken. Der ist schneller als wir. Wir hoffen einfach mal, dass wir eine Attacke einstecken können. Easy. Easy. Von denen können wir noch 5 nehmen. Vielleicht 4. Und jetzt Rums. Oh, nice Damage. Genauso wollen wir es haben. Jetzt noch Earth Power dazu. Das hilft dir jetzt auch nicht mehr. Du hochgezüchteter Pudel. Weg damit. Das war, glaube ich, der erste Gegner, den Quicksand alleine geschafft hat. Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Für mich ist jetzt wieder eigentlich eine ganze Woche vorbei. Chris 37, Blueberry 38. Langsam gehen wir in die 40er. Aber der ist Part Flying. Hier brauchst du mit Ground gar nichts zu probieren. So, kann der uns was? Eigentlich nicht. Der ist Poison und Flying. Das heißt, das Stärkste, was der haben könnte, wäre Wing Attack oder Aerial Ace oder sowas. Wir probieren es mal mit Crunch. Einmal können wir auch probieren, vielleicht kriegen wir einen Flinch. Oder ein Zucken. Ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt. Zucken hört sich so nach Epilepsie an, ne? Er ist zuckte. Kommt noch ein. Komm, Quicksand. You can do it. Wir dürfen uns jetzt nicht selber hitten. Sonst müssen wir ausgewechselt werden. Sehr schön. Was ist los? Quicksand ist auf einmal so selbstständig. Roland, 39. Wir kommen kaum dazu, Roland zu benutzen, weil Roland so wenig XP braucht. Roland lernt zu schnell. Aber Roland kriegt auch noch seine... Nein, Ich wollte das Buch lesen. Okay, gibt's nichts zum Interagieren. Okay, das Game hat einfach assumed, wir wollen mit ihm sprechen, hat die Richtung korrigiert. Hier stehen die Better Predictions für die kommende Woche von Höhen. Wetterstatistiken.
Ganz interessant, by the way, die sind online öffentlich zugänglich. Das heißt, du kannst dir das Wetter selber angucken. Wenn du dich minimal informierst, dann ist gar nicht so komplex mit Hoch, Tief und von wo der Wind kommt, Sahara-Wind etc. Kannst du ziemlich genau dein Wetter selber voraussehen. Mit Satellitenbildern und alles. Maxi hieß er, genau, Maxi. Das Dose nie. This can never. Macht natürlich nur Spaß. Damit ist nicht die Dose gemeint. By the way, heute ist wieder einer der Tage, wo die Stimme komisch ist. Ich versuch's im Editing ein bisschen rauszukriegen, also bei der Sinn, aber ich höre mich halt jede Folge anders an und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe immer das gleiche Setup. Meine Stimme ist so inkonsistent. Ich denke so viel auf Englisch, da ich teilweise Schwierigkeiten habe, die deutschen Worte zu finden. Der ist Feuer. Das heißt, der ist nicht... Oh, das ist gefährlich. Der ist nicht begeistert von Ground Attacks. Das stecken wir aber ein, auch wenn es boostet ist. Lavablume Space 60. Weg damit. Mighty Anna. Die kennen wir schon. Kann er ruhig machen. Unser Speed kann nicht mehr weiterfallen. Wir sind, glaube ich, schon am unteren Ende der Nahrungskette auf jeden Fall. Rims mit einem Crit. Quicksand macht heute keine halben Sachen. Ui, guck mal, die Attack ist aber auch schon nasty. Wenn du jetzt überlegst, dass Quicksand eine ganz kleine Evolution ist, ne? Also es ist eigentlich noch ein Baby. Ist die Attack wirklich gut? Earthquake! What? Ist amazing. Earthquake, was nehmen wir da? Also Signal Beam würde ich gern behalten. Crunch ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Was ist Crunch? 80. Physical. Earth Power. Oh, Earth Power ist special. Ha. Huh. Wir haben dick aber die TM, ne? Pass auf, wir haben dick die TM. Wir können da nicht mehr scouten. Mit Earthquake müssen wir so viel aber auch nicht scouten. Und es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir Physical Special haben, weil Earthquake, ja, Quicksand hat beides. Das kann ein Fehler sein, aber notfalls schreiben wir dick über Earth Power. Wir machen mal. Ja, ich bin mir 90% sicher, dass wir dick als TM haben. Wenn nicht, gibt es immer noch den Move Relearner. Aber Earthquake ist, glaube ich, so mitunter das Stärkste, was du lernen kannst als Ground-Pokémon. Wundert mich, dass er so früh kriegt. Ist richtig powerful. Muss man aber aufpassen, das trifft alle. Also in Doppelkämpfen treffen wir da unsere eigene Pokémon mit. Ach guck mal, ein Seismograph ist es, glaube ich, ne? Und ist eigentlich ziemlich realistisch. Das, die Gerätschaft, was sie haben, sieht aus wie aus dem 19. Jahrhundert. Ist auch in echt so. Aber wenn man irgendwo ein ausgeblichenes gelbes Fax findet, dann ist das auch, wird es irgendwo angeschlossen und benutzt, weil alte Technik und so. Was macht ein Kind hier? Keine Ahnung. Mir hat jemand gesagt, ich soll nicht reingehen, also bin ich reingegangen. Was habt ihr erwartet? Golbat. Habe ich auch überlegt. War auch ein potenzielles Teammitglied.
im Gegensatz zu, quasi für die Position von Quicksand. Die Entwicklung davon ist cool. Aber Quicksand deckt unsere Schwächen ganz gut ab eigentlich. So, wir sind jetzt schon verbitzt. Ich will das Spiel nicht so weit, also ich will nicht so weit gamblen. Wir holen mal Kabei. Wir sind Fairy, wir sind schwach gegen Poison, aber ich glaube, dass Golbat keine starken Poison-Attacken hat. Und was auch stark ist gegen Poison ist Psycho. Rums. Kabei, 37. So, wenn wir jetzt gucken, wir erinnern uns an die Stats von Quicksand. Guck mal, Kabei hat mit den stärksten Stats 113. Also gar nicht mal so weit weg, Quicksand. Stell ich mir so awkward vor, ne? So, wir gewinnen. Wie gesagt, sie befürchtet, dass er einen Satz heißen Ohren bekommt und dass ich vielleicht einfach schlafen legen sollte. Wir haben jetzt gewonnen und dann stelle ich mir vor, dass sie dann so awkward nach dem Kampf das Geld austauschen, so zähneknirschend. Die Regeln sind die Regeln. Dum-dum-dum. Den kennen wir auch schon. Guck mal, der ist so dick, dass er die Augen nicht mehr aufkriegt. Genau. Weiß nicht, ob das ein Private Life ist. Er will uns zu Matsch hauen. Viel Spaß damit. Haben schon andere versucht. Das kann nach hinten losgehen. Camerupt hat Power. Wir vertrauen einfach mal auf Quicksand, dass er eine Attacke einstecken kann. Curse! Ja, wenn das mal nicht ein Fehler war, Kollege. Ho, 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 ho. Amazing. Ich hätte nicht gedacht, dass er es. Gerade nach dem Attack Boost nicht. Ich weiß jetzt gerade. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen zurückgehalten. Die Dame des Hauses schläft hinter mir. Quicksand, was ist passiert in der letzten Folge? Quicksand ist ein richtiger Giga-Chat geworden. Warum hat so ein Forschungsinstitut keine Security? Warum kann da jeder reinlaufen? Warum keine Kartenschlösser oder sonst irgendwas? Die Pokémon-Welt ist da schrecklich naiv. Wir haben es schon mal gesagt. Oh nein. Das war auch meine Vermutung. Wir kriegen jetzt ein Pokémon, müssen dann wieder eins von unseren wegmachen. Und unten ist dann zumindest der PC, dass man es wechseln kann. Oder er schickt uns jetzt weg und sagt, du hast keinen Platz für ein Pokémon.
Yes, okay, wir müssen das nicht heben. So ist es eigentlich richtig. Ach, guck mal, und er arbeitet jetzt wieder. Sind aber auch dünn besetzt. Sind die anderen alle im Homeoffice? Ja. Wir wollen das auch, glaube ich, gar nicht. Ich blende mal ein, was es ist für ein Pokémon. Ich glaube, ich weiß den Namen gar nicht. Es ist so ein Wetter-Pokémon. Das ändert den Typ Feuer und Wasser, je nachdem, was für ein Wettergrad ist. Aber da unser Team nicht mit Wetter synergiert, haben wir davon nichts. Wir surfen hier einfach mal. Ich weiß nicht, wonach ich suche. Wir hauen auch gleich einen Repel rein. Genau, ein Super Repel. Und wir holen Quicksand vom ersten Platz. Irgendwas, das höher ist im Level Roland zum Beispiel. So, und jetzt gucken wir mal. Was gibt's denn hier? Ach, kommen wir da an den Wasserfall, wo wir. Ja, ich glaube, wir sind an dem Wasserfall, wo wir ganz am Anfang mit dem Fahrrad drüber gehüpft sind. Und jetzt sind wir oberhalb von dem Wasserfall. Und ich erinnere mich auch, was hier ist. Genau, hier ist einmal die Secret Base. Hier ist ein Safe Items versteckt. Genau. Wusste ich jetzt nicht, aber es sah so aus. Warum sollte sonst hier ein Stück Land sein? Hier gibt es Feebas, das ist das Generation 3 Gegenstück zu Magikarp, zu Kappator. Und nö, für das eine Vieh brauchen wir keins mehr. Und die Story von dem ist, dass die unglaublich hässlich sind. Finde ich jetzt nicht, aber in-game. Und die kannst du mit Pokémon-Blocks, kannst du denen die Beauty boosten von denen. Und wenn die Beauty von denen voll ist, dann entwickeln die sich in Milotic, was ein ziemlich guter Water-Type ist. Zum Glück haben wir Quicksand nicht an erster Stelle. Ich gewusst, dass uns Brendan assassiniert. Wäre es aber anders gelaufen. Oh. Er hat immer noch einen Schrubisch. Was macht der? Das ist Level 31. Was soll ich sagen? Wir nehmen Incinerate, dass wir keinen physischen Kontakt herstellen. Der hat sicher Effekt-Spore. Wo er uns dann paralysiert oder sowas, wenn wir den berühren. Oh, ja, ich erinnere mich. Es regnet. Feuer ist halbiert. Ich habe mich gerade wieder gewundert, wie er das überlebt hat, aber wir sind ja im Regen. Das heißt aber auch, dass Wasser gewuchtet ist. Abstand. Ist eigentlich eine Bedrohung, gerade mit Wasserboost, aber. Ich denke, Roland schafft es. Rockslide. Okay. Eigenartige Wahl. Aber wir nehmen den Freewind. Slugma. Bisschen underwhelming, ne? Der Brendan, der ist nicht so hinterher mit seinem Training. Okay, wir haben kein Pokémon, das das lernen kann. Aber, by the way, möchte ich mal ganz kurz in unsere TMs reingucken. Ich weiß, ist nicht das Spannendste, was es gibt, aber. Oh, wir haben Toxic, ich erinnere mich.
So was, genau. Wir sortieren das natürlich ein. Ordnung muss sein. So, haben wir Dick? Wir haben Dick und Earth Power haben wir nicht, genau. Toxic bringen wir vielleicht Dingens bei. Blueberry. So, ich glaube, da kommen keine Trainer mehr. Wenn ich jetzt überlege, dass wir... ich wollte gerade sagen, ich glaube, da kommen keine Trainer mehr und da lauert einer. Wäre ich fast reingelaufen, obwohl das so obvious ist. In den alten Games war das gar nicht mal so obvious. Einfach weil die Grafik nicht so gut war. Und die Auflösung halt deutlich kleiner. Zumindest auf originaler Hardware. Ja, da hast du die teilweise echt übersehen, aber... Guck mal, er hier. Ein kleiner Ninja. I emerge to challenge you. Hat so viele Anime geguckt. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob ich es gerade gesagt habe oder ob ich es nur gedacht habe. Aber wenn ich mir die Dinge angucke mit, wie lange wir jetzt schon spielen, war es die richtige Entscheidung, letztes Mal einen Cut zu machen. Yasuo. So, ich sehe hier Trainer-Tipps. Wie kann man in der Secret Base stuck sein? Geht das überhaupt? Also kann man nur von vorne. Pomek Berry Tree. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch nicht, wie man da hinkommt. Das sieht nach einer Secret Base aus, ne? Ja. Eigentlich ein schöner Spot. Ich mag ja auch Regen. Super beruhigend. Hallöchen. Eigentlich eine coole Idee. Stelle ich mir halt schwierig vor, in echt umzusetzen, so mit Abwassersystemen, Strom und Fire Hazard, ne? Wenn deine ganze Stadt extrem flammbar ist, weiß nicht, ob das auf Dauer so gut geht. Ja, man weiß ja, wie Leute sind. Aber die Idee ist cool. Wer hat nicht schon mindestens ein Baumhaus gebaut in Minecraft? Was ist denn das hier? Wechselt sogar die Farben. So Lavalampen. Gibt es eigentlich noch Lavalampen? Hat man es noch? Ich weiß, das ist so das Standard-Equipment für Leute, die diverse Substanzen konsumieren, aber davon abgesehen, hat man noch Lavalampen? War, glaube ich, auch so ein Relikt aus den 90ern, ne? Jo, warum nicht? Wir gucken mal. Was haben wir? Haben wir es? Das verkaufen? Nee, ne? Actually nicht. Jetzt sag mal her, was du hast. Potion nehmen wir ein paar. Habe ich ja ein paar verschwendet, weil ich so schlau war. Hyper Potion nehmen wir auch mal ein paar. Können wir gebrauchen? Ansonsten sieht es eigentlich gut aus. Nö. Hat den Schnurrbart? Ach, das sind die Augenwimpern. Guck mal, das sieht aus, als hätte den Schnurrbart. So weit sind die auch. Toll. Okay, hier geht's hoch und ich glaube hier vorne auch. Bums. Oh, guck mal, wie hutzelig. Ist aber schön gemacht.
Spinder. Ich habe keinen Spinder, aber nein, wir auch ein schlechter Toast. Giddy ist cute, aber ziemlich useless. Was ist das hier? Achso, das ist eine Tiffdecke. Ich habe gedacht, das wäre ein Brettspiel oder sowas. Okay, sie haben Wasser, das holen sie wahrscheinlich am Fluss und tragen das her. Was ätzend sein muss, ist die Treppe hochzutragen. Es sei denn, du hast einen Seilzug oder sowas, aber habe ich nicht gesehen. Er nennt sich von Bären und sieht vielleicht aus wie Fisch. Ich weiß es nicht. Aber schon hutzelig. Guck mal, das Bücherregal vor allem, das selbstgemachte. Ich mag auch den Holzgeruch. Viele assoziieren Holzgeruch mit Staub, von staubigen Wohnungen, von Großeltern. Aber eigentlich hat Holz, vor allem wenn es irgendein angenehmes Holz ist, Zeder oder sowas, Zeder und Holz hat einen sehr angenehmen Geruch. Guck mal, schön, wie die Dinge nachgeben. Ist aber jetzt gar nicht so hoch, ne? Wenn du überlegst, dass wir ein kleiner Stöpsel sind. Was sind wir? 1,40 oder sowas? Dann sind wir jetzt ja, vielleicht 4 Meter über dem Boden. Da unten liegt ein Item. Ach, guck mal. Rechts. Links. Okay. Können wir es mehrfach machen? Okay, rechts, rechts, links. Hidden Power. Genau. Das ist der Knackpunkt. Oh yes, yes. Ich wollte gerade sagen, aber nur wenn du weißt, was für ein Typ du hast. Ghost. Ghost? Hahaha. Pass auf, ich habe so ein Chart. Dann notiere ich mir das gerade mal nebenbei. Ich würde eh gleich einen Cut machen. Dann packe ich das als Ende der Folge. Kann man es ja überspringen? Bug. Bug, bug, bug. Verbleib auch gar nicht mal so hilfreich, Käfer. Hidden Power is physical. Das ist super powerful. Feuer! Was? Blueberry hat Hidden Power Fire? Es ist amazing! Also. Die Hidden Power wird bestimmt durch die Stats, durch die, ich glaube, Ivies? Ich glaube, durch die Ivies. Und die siehst du nicht. Das heißt, ich hätte es unmöglich planen können, aber Feuer auf einem Wasser-Pokémon ist insane, weil wir sind schwach gegen Pflanze. Und Pflanze können wir dann einfach wegburnen. Dann brauchen wir keinen Eisbeam oder sowas. Wobei Eisbeam für Drachen ganz gut ist, aber auf jeden Fall Hidden Power ist nice für Blueberry. Wenn wir überhaupt Platz haben. Es fehlt nur noch, dass Roland Wasser hat oder sowas. Also für Kawaii lohnt es eh nicht, weil Kawaii Special Attacker ist, aber Bug, okay. Bringt uns nicht so viel. Roland, wie sieht's aus? Dragon! Roland hat Hidden Power Dragon? It's not bad. Ich weiß nicht, ob Coverage gegen Dragon so wichtig ist. Weil in Generation 1 auf jeden Fall, in 3 weiß ich gar nicht. Oh, was hat er denn? Flying. Interesting. Er hat Flying. Mache ich mir mal Gedanken drüber, ob wir das jemandem beibringen. Ich guck mal ganz fix noch nach den Stats. Und zwar haben wir hier 60. Und ist es Special?
Oh, das ändert natürlich alles. Seit wann ist Hidden Power Special? Ich habe immer gedacht, das ist Physical. Ja, das ist ein Problem tatsächlich. Das heißt, die einzigen, die Hidden Power wirklich effizient nutzen könnten, wären Kawaii mit Bug. Wir haben ein paar Mixed Attacker, aber der einzige dedizierte Special Attacker ist Kawaii. Schade. Habe ich mich jetzt umsonst gefreut? Ach guck mal, können wir uns sogar reinsetzen in die Hängematte. Ja, gut, vielleicht hast du es gewusst und hast dich die ganze Zeit schon gefreut, wenn es rauskommt. gut, aber jetzt wissen wir es zumindest mal. Dann machen wir einen Cut. Wir machen gleich weiter. Also ich mache gleich weiter. Für euch wird es dann die nächste Folge. Und dann erkunden wir die Stadt und gucken mal, ob wir uns zu Mount Püree durchschlagen können. Also zu Mount Kartoffelpüree. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.